Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe uns. Heute möchten wir euch den Comic Saria vorstellen. Erschienen beim Splitter Verlag. Es gibt insgesamt drei Bände. Der erste Band, die drei Schlüssel, erschien schon am 1.9.2013, umfasst 64 Seiten. Band 2 ist für den 1.11.2013 angekündigt. Band 3 ist noch nicht angekündigt. Kurz zum Inhalt, in Venedig spielt das Ganze, Prinz Assanti liegt im Sterben und vertraut seiner Tochter drei Schlüssel an. Der eine führt in die Hölle, der eine ins Paradies und der andere ins Nichts. Saria flieht daraufhin und stellt sich 6 Jahre später ihrem Schicksal. So grob umrissen kann man das umschreiben, um was es hier geht in dem Comic. Ich möchte kurz auf das Cover kommen. Hier sehen wir Saria, wie sie mit ihrem treuen Diener gerade auf der Flucht ist, zumindest stelle ich mir das so vor. Und auf der Rückseite sehen wir eine Truhe, wo ein Schlüssel reinpasst. Ich denke, da sind entweder die Schlüssel drin oder man kann hier den Schlüssel öffnen und kommt dann entsprechend in die Hölle oder wo auch immer hin. Ganz gut gestaltet, Hochglanz, Hardcover. Das Ganze kostet 14,80 Euro im Handel. Wie gesagt, beim Splitter Verlag erschienen unter www.splitter-verlag.de. Ich werde das unten nochmal in die Infobox verlinken. Jetzt möchte ich kurz die ersten Seiten aufklappen. Wie in jeder Review-Unboxing. Hier sehen wir Saria, schätze ich mal. Und auf den nächsten Seiten sollten dann gleich die Comics erscheinen. Und was ich sehr schön finde, dass es auch nicht kein modernes Comic, sage ich jetzt mal, ist, sondern auch in dem so ein bisschen altertümliche Zeichnung ist, wollte ich schon fast sagen, nicht altertümlich ist das falsche Wort, aber so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen, wie ich finde. Ich zoome auch nochmal ein bisschen ran, damit man das schön sieht. Also hier wirklich sehr gute Zeichnung auch gelungen. Die Texte lese ich euch jetzt nicht vor. Ein paar Leseproben könnt ihr natürlich auf der Homepage noch errettern. Und die Review dazu, zu diesem ersten Band, wird auch bei uns auf der Homepage vorgestellt. Ich kann auch nicht ganz genau versprechen, wann. Auf jeden Fall, sie kommt garantiert. Klickt deshalb unter www.dvd-fan.net. Dort könnt ihr auch andere Reviews zu Comics lesen. Ein paar andere schöne Sachen zum Comic. Wäre schön, wenn ihr uns da besucht. Weiterhin haben wir natürlich ein paar andere Sachen noch für euch auf unserer Homepage. Klickt vorbei, schreibt uns ordentlich in die Kommentare, ob ihr das Comic auch schon kennt, ob ihr es schon gekauft habt, gelesen habt oder. Und abonniert uns natürlich. Bis zum nächsten Mal.